Willkommen zu Folge leiser. 2. Ja. Warum leiser eigentlich? Weil da drüben steht ein Kind. Oh, ist es mal? Hab ich ein Kind gezeugt in der Zwischenzeit und nichts gemerkt? Nein, das ist. Okay. Schlechte Angewohnheiten fallen mir gerade ein. Mir wachsen immer hier Friedhofsblumen. Das ist so bei alten Männern, das ist ganz viel zu sehen, Alter. Da wachsen so richtige Böschel, die habe ich auch. Werden die eigentlich mehr, wenn man Vater geworden ist? Dann, ja, ich glaube ja. So. Echt? Ich glaube ja. So weil wie graue wenn Haare? Wenn ich mir heute alle rausziehe, sind morgen früh schon wieder welche da. Das ist brutal. Und obwohl du nicht schläfst, weil dein Kind geschrien hat. Und das Schöne ist, ich sehe, das ist krass. Sogar im Wachzustand. Wenn ich dann, jetzt sehe ich mich mal gerade im Bildschirm, wie das aussieht, wenn ich mir mal so am Ohr rumfummel. Guck dich doch mal an, ja. Wie das aussieht. Also ich habe mir schon mal sagen lassen, was machst du denn da? Hätten wir uns nicht eigentlich wenigstens für die zweite Folge rasieren können? Damit man so. Ne? Geht. Schreibt mal unten in die Kommentare rein. Rasieren ja oder nein? Boah, da kommt jetzt ein. Alter, ich habe nämlich einen YouTube-Blog gesehen. Wie macht man geile. Influencer. Was machen wir, wenn da jetzt einmal ihr Penner, ihr Spasten. Das steht da ja eh. Das war so eine richtige, wie heißen die Geräte, die so den Asphalt aufrütteln, die Rütteler? Ja, ja. Wie so ein richtiger Rüttelberger war das. Du weißt mein Talent mit Namen und Wörtern. Der Junge rüttelt mit seiner Hose, wie andere nur, da können andere nur von träumen. Und gut geht's mir dabei. Ja. Schmerz ist weg. Ja. Baut sich gar nicht erst auf. Also wir waren ja letzte Folge richtig gut mit. Es ging um Ribéry. Und die Ohrfeige. Ja, und was hat er dann erzähl doch. Naja, seine Ohrfeige wurde nicht wiederholt. Ja. Das Spiel ging ganz normal weiter, gab keine gelbe Karte und es gab auch nicht im Nachhinein irgendwelche Verhandlungen oder sowas. Jedenfalls nicht, dass ich es mitgekriegt habe. Vielleicht auch doch. Aber. Und dazu muss man sagen, Christian kriegt manchmal einfach Sachen nicht mit. Das ist völlig. Wenn wir uns nicht wehren, dann kriegen wir alle gar nichts mit. Dann kriegen wir alle keine gelben Karten mehr. Wir müssen mal wieder demonstrieren. Fußballdemonstration war dann die Idee. Wir müssen unsere gelben Karten selber basteln. Oh. Jetzt bastelt mal jeder mal ein bisschen Männer basteln und Frauen basteln und Menschen basteln. Gelbe Karten basteln. Und dann im Stadion. Wer von euch hat denn jetzt eine gelbe Karte, die er so ziehen kann? Ja. Und wenn wir dann im Stadion. Na, schön wäre es ja. Guck mal, uns. Irgendwann kam noch das Internet 2.0 raus. Hast du es mitgekriegt? 2.0. Als da Mol, also. 2.0. Und danach dann. Ja. Ja. Und das hat geheißen, wir können alle jetzt mit. Das wird das Mitmach-Internet. Ja. Und ich frage mich immer beim Mitmach-Internet. Warum gibt es eigentlich nicht irgendwelche Pfosten wie uns jetzt gerade, die sich hinsetzen und einfach mal frei raus erzählen? Weißt du, irgendwelche Banker, ihr da draußen, wenn ihr an der Bank arbeitet und mitkriegt, was da für Fuselkram getrieben wird, macht doch einfach ein Video und erzähl das mal. Einfach mal erzählen. Fuselkram. Ja. Stell dir das mal vor. Ja, ich glaube, gibt es schon manchmal, aber das hören halt nicht so viele Leute zu, wie bei uns. Meinst du? Ja. Weil dann Verlinkung. Hier, jetzt Verlinkung sammeln. Ja. Wo eben außen Nähkästchen geplaudert wird. Das gute alte Nähkästchen. Ja. Das gibt es bei Bankern, Beamten. Selbst Beamten haben wahrscheinlich Nähkästchen. Ja, du kennst ja den gemeinen Deutschen, der redet halt mit lockerer Zunge in einer Bar, wenn er 2-3 Drinks drin hat. Mhm. Und das macht man dann unter seinen Bankern, die dieselben Probleme haben und die einen dann verstehen, aber man will ja dann doch nicht raus aus der Welt. Das ist dann doch ja gemütlich genug, dass man, so habe ich mir das Gefühl. Und meistens? Und darüber reden unter sich ist es eine, aber das zu publizieren ist natürlich auch die Gefahr, daran gemessen zu werden. Mhm. Gesehen zu werden. Und wenn du dann natürlich finanziell abhängig bist von deinem
Da muss jetzt auch kein Banker, es ist auch keine Generalanklage gegen Banker, aber nur so als Bild eines Jobs. Aber eben dann an Aussagen gemessen zu werden, die vielleicht die eigene finanzielle Grundlage ad absurdum führen oder in Frage stellen, da hat man natürlich als Mensch, der Existenzsorgen hat, Existenzsorgen. So einfach ist es. Und wenn man die nicht hätte, wäre man wahrscheinlich auch nicht Banker. Dann würde man wahrscheinlich in Bali in der Matte liegen und würde einen YouTube-Channel aufmachen, wie man am besten in Bali in der Matte liegt oder wie man The 10 Best Ways for Passive Income. Meinst du, dass YouTube-Channel, ne, dass Ja. dieses Wort schon auf irgendwelchen anders, viel einfacher gefragt, dass ein YouTube-Channel schon missbraucht ist? Definitiv, YouTuber, also ja. ich habe schon gehört, dass 16-Jährige, 14-Jährige und so weiter davon Ja. träumen, YouTuber zu werden. Da geht das ja schon los, dass Ja. das kaputt gemacht wird. Ne? Dabei ist, wenn wir mal den Namen vergessen, wenn wir YouTuber mal Ja. ersetzen gegen Videoplattformen zum Austauschen, zum Miteinander reden, Ja. weltweit, alle miteinander, Ja. In unserem Fall alle, die Deutsch sprechen. mit Gesicht Bekennung erzeigen. Ja. Dich bekennen zu etwas, Ja. was da stand. Ja, ich habe damals gearbeitet bei dem Spiel, bei den Bayern, da war ich dabei und habe das, ne? Ich saß oben an den Monitoren, Ja. kein Mensch kennt mich und ich bin der, der gesagt hat, hey, ich habe hier die Szene von Ribéry, seitdem habe ich meinen Job nicht mehr. Da wurde ich gefeuert. Also, ja, und Ja. jetzt habe ich euer Video gesehen und hab gedacht, ich mache jetzt auch eine Videobotschaft dazu Ja. und gebe das mal kund, Vielleicht sage ich kriegen euch. wir alle. Da ja, kriegen wir die Vielleicht Botschaft guckt von ja demjenigen. Ja. Ribéry-Videobotschaft-Vermeider zu, Ja. weil er seinen Job Pflicht, los ist und zu Pflichtvermeider. Hause sitzt und Ja. jetzt YouTube-Videos guckt. Ja, das Videomaterial, Videokamera und so Ja. weiter, davon kennt er sich dann ja sogar aus. Ja. Aber und möge es ein Riesenrattenschwanz nach sich ziehen, dass dann der Nächste kommt. Und auch sagt, ich war übrigens der das Spiel gepfiffen hat, ganz doof gesagt, oder? Ich Ja. sollte es eigentlich pfeifen. Und kurz vorher hat es geheißen, du pfeifst es doch nicht. Keine Übrigens, Ahnung warum. falls mich niemand erkannt hat, ich Ja. bin Pierluigi Collina. So. Ja. Vor dem Spiel war Bayern noch Zweiter, nach dem Spiel war Bayern Erster. Das ist ja durchaus häufiger passiert. Obwohl jetzt die Saison lässt ja Hoffnung schöpfen, dass alles anders werden könnte. Ich glaube nicht, dass Dortmund, also. Oh, gut. Man muss die Videos auch in ein paar Jahren ja noch gucken können, aber trotzdem so ein bisschen Aktualität, da muss ich kurz mal mein Herz ausschütten. Die erste Halbzeit gegen Leipzig, da ist mir ja als Fan. Wie ist es ausgegangen? Erste Halbzeit, Führung von Dortmund 2:0, Spiel komplett im Griff. Leipzig hatte, glaube ich, keine einzige Torchance. Dortmund hätte vier, fünf Dinger machen können. Kontrolliertes Spiel, fast besser als gegen Barca, die eine Halbzeit. Und dann in der zweiten Halbzeit geht los und ein Riesenpatzer von Bürki, der vorher Weltklasse-Dinger auch, der später auch noch Weltklasse-Dinger gehalten hat, der die ganzen letzten Wochen Weltklasse gehalten hat. Aber ein, also wirklich völliger Aussetzer und danach noch ein Aussetzer, Rückpass, weiß gar nicht mehr, wer es war. Weigel oder, nee, weiß nicht genau. Pischu, nee. Noch, also zwei Dinger bekommen innerhalb von ein paar Minuten, die wirklich so, Tor war frei und Leipzig musste die Kugel nur noch reinlullen. Dann geht Dortmund wieder 3:2 in Führung. Und die kriegen noch das 3:3. Am Ende 3:3 gegen Leipzig gespielt. Und die hätten das Ding locker nach Hause fahren können, wenn sie nicht. Aber gut. Es zieht sich durch die Dortmunder Historie. Egal welcher Trainer da war. Es gab es bei Kloppo schon, dem Mentalitätsmonster. Gab es bei Bosch sowieso. Bei Stöger auch. Und jetzt bei Favre auch. Obwohl Favre die beste Quote mit Dortmund punktemäßig hat, habe ich gehört, die jemals ein Dortmund-Trainer hatte mit der Mannschaft. 2, irgendwas im Schnitt Punkte. Ist es Pro möglich, Spiel. besser zu sein als Ottmar Hitzfeld es war? Gefühlt nicht, aber die Daten lügen nicht.
glaube, keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Ja, stimmt. Ja. Jetzt Ottmar wenn war schon. erster 18-Jährigen hat er, den ersten 18-Jährigen hat er, glaube ich, auf den Platz gestellt. Ich Echt? hau hier aber auch mit Fakten rum. Ich kenne mich Geil. überhaupt nicht. Ja, Rieke. Dafür, dass wir uns nicht vorbereitet haben, also kannst du was faken, ja, Ich weiß ja, ob seinerzeit. es stimmt. Ich Du habe kannst ja Ricken das. mal auf einer Raststätte getroffen, bei Bremen. Ach, witzig, hä? War ich auf Tour irgendwo und dann auf einmal steht dann Bus und dann packen die so ihre Würstchen aus und ihren Campingkocher und so. Dachte, er ist so eine Rentner-Reisegruppe, nee, steigen so jungsche Burschen aus mit so Trainingsanzügen. Dann war es schon nach Rickens großer Zeit, war schon Jugendtrainer bei Dortmund und hat, was war das, eine B-Jugend oder so. War mit denen irgendwie im Mannschaftsbus unterwegs als Reiseleiter, Trainer, Betreuer, was auch immer. Ja. 97, ne? Das hat mich. Ja, das Ding war dann mit mir reingemacht Na hat, gut, das wird niemand vergessen. ey. Nee. Das war geil. Ist wahrscheinlich sogar ein Tor, was die Generation nach uns auch kennt. Oder kennt ihr, also wenn ihr jünger als 30 seid, kennt ihr dann das 3 zu 1 von Lars Ricken gegen Juventus Turin im Champions League Finale 1997? Schreibt mal rein. Oder denkt ihr, worüber reden die beiden alten Rentner da? Du kriegst auch einen grauen Bart, ne? Bei mir ist an der Seite, das habe ich ja schon seitdem ich 20 bin, wird sie grau. Bei dir hier unten so ein bisschen, ne? Hier so ein bisschen. Ja, deswegen trage ich nur noch Grau. Das ist Da fallen die aus und fällt gar nicht auf. so richtig. Wie so Bio-Ausfall, also ein Biomüll auf dem Pullover ist dann eine nachhaltige, weißt du, wie ich meine? Weil also du brauchst ja dann den Pullover nicht so oft, wenn du selber für Nachschub sorgst von oben. Ich überlege gerade, ob ich das dadurch sogar fördere, weil Frauen tragen doch grüne Pullis, um ihre grünen Augen hervorzuheben. Ich dussel. Ich trage einen grauen Pulli und hebe damit meine grauen Haare Du hervor. featurest Mach deine mal aus, das Grauheit, alles. alles Mach mal aus, alles das müssen aus. wir jetzt hier beenden. Also das, also wir sind schon bei Folge 2 jetzt bei grauen Haaren angekommen. Aber gut, so ist es. Und ich finde ganz schön, dass wir in der ersten Folge diese Kernbotschaft hatten. Ne? Ja. Geht auf die Straße und demonstriert. Ja. Wir machen mal wieder eine Ja. Fußballdemonstration und Hat lasst die jetzt euch. stattgefunden zwischen der ersten und zweiten Folge? Ja, das muss Ich nicht meine, aufbrausen. ja, das muss von DVB, tief unten kommen. also wir sollten. DVB-T3 Ja, das muss, wollte ich auch. wenn DVB, also wir halten Ja, fest, ja, Botschaft für ja, dieses Mal, wenn ja. DVB-T3 kommt, dann gehen wir alle auf die Straße. Wir gehen zurück zum Kabelfernsehen. Wir gehen so, wir stehen vorne mit einem Plakat. DVB-T3. Wir sind nicht dabei. Als Idee. DVB-T. 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 Du alte Scha. Du bist Du. ne Idee. Scheißverarschung. Verarscht dann viel geiler, Warum ja. gebt ihr uns dann Glasfaser? Leitung. Und dann sollen wir dafür bezahlen. Was mir jetzt DVB-T3. einfällt, das erste Kommentar wird nicht sein, ob du graue Haare hast oder nicht, sondern ist der Typ eigentlich völlig bekifft oder ist der Vater? Müde ist er, müde. Müde. Kann man Nur sagen, der Typ ist müde. Vater. Ich bin müde. Boah, Vater. Vater. Krasses Thema. Ey, das machen wir beim nächsten Mal. Ey, Pass auf, krasses Folge Thema. 3. Wie konnte das denn passieren, dass so ein Typ Vater wurde? Wie konnte das denn passieren? Ich sag mal, schönen Abend, tschüss, schönen Morgen, lasst euch schmecken. Er ist raus. Das war Christian. Ciao.